Dich hat es hier im unteren Rücken oder auch im Lendenwirbelbereich erwischt. Deine Bandscheibe ist kaputt gegangen. Dann ist dieses Video auf jeden Fall heute das Richtige für dich. Für alle anderen, die da Schmerzen haben, aber noch keinen Bandscheibenvorfall, vielleicht vor Wölbungen, dann ist dieses Video genauso wichtig. Weil ich erkläre heute oder gebe dir Tipps, wie du den Druck von deiner Halswirbelsäule und auch von deiner Lendenwirbelsäule minimieren kannst. Weil darum geht es immer, wenn man da Probleme hat, vor allem einen Bandscheibenvorfall. Aber vorab möchte ich dir noch eine Neuigkeit präsentieren. Ab morgen, also ab Pfingstmontag, jeden Montag live 19 Uhr mein Remove Live Faszientraining. Also ich präsentiere dir jeden Montag live meine genialen, magischen, außergewöhnlichen Übungen mit mir zusammen. Du trainierst mit mir zusammen live über Video. Das heißt, du kannst es von überall mitmachen. Du brauchst nur eine Internetverbindung. Und ja, anschließend kannst du mir gerne Fragen stellen. Das Ganze mache ich aber nicht kostenfrei, weil die Übungen sehr, sehr wertvoll sind. Und du kennst meine Übungen, wenn du mich jetzt schon länger verfolgst. Sie sind außergewöhnlich und bieten mehr Lebensqualität. Und deswegen habe ich das auch nie live hier bei YouTube und Co. gemacht. Du wirst keine Live-Videos von mir finden, weil ich muss ja irgendwo auch noch Geld verdienen und von irgendetwas leben. So, aber, jetzt das große Aber, dadurch, dass ich das Ganze ja online mache, habe ich ja natürlich die Möglichkeit, viel mehr Menschen auf einmal zu erreichen. Und deswegen wird es für jeden Einzelnen sehr günstig. Das heißt, wenn du jetzt von Anfang an dabei bist, trainierst du mit mir pro Training unter 2,50 Euro im Monat, pro Woche. Ja, im Monat sind es dann 9,99 Euro. Ja, das ist wirklich sehr, sehr fair. Vor allem bekommst du nach jedem Montag von der Live-Aufzeichnung eine Aufzeichnung. Die kannst du dann unter der Woche dann mit mir alleine nochmal weiter trainieren. Wenn du mal einen Montag nicht schaffst, dabei zu sein, nicht schlimm, bekommst dann die Aufzeichnung, wo du dann im Nachgang mit mir trainieren kannst. Und ja, das ist auf jeden Fall, wenn dich das interessiert und daran teilnehmen möchtest, einfach hier oben drüber bei mir, findest du so einen Button, da kannst du draufklicken oder unter der Beschreibung oder in der Beschreibung, da findest du dann die weiteren Informationen, wie du daran teilnehmen kannst. Okay. Morgen. Guten Morgen. Können einfach rein. Danke, kein Problem. Einfach hier, ich habe ja nur mich drauf. Passt. Ne? So, jetzt geht's weiter. Ich musste gerade mal, weil ich gerade ein bisschen abgelenkt worden bin, aber nicht schlimm, schneide ich hier raus. So, dann geht es jetzt mit dem Bandscheiben weiter. Also, es ist wichtig, erstmal zu verstehen, wie entsteht ein Bandscheibenvorfall. Ich blende jetzt hier mal quasi den Lendenwirbelbereich ein. Und da haben wir die S-Form. So, jetzt haben wir das Problem, dass viele Menschen eine verstärkte S-Form haben. Also wir reden von Hohlkreuz. Das gleiche auch hier in der Halswirbelsäule. Wenn zum Beispiel der Kopf hier vorne ist, ja, der sogenannte Geierhals, dann hast du immer das Thema, dass deine Wirbelkörper und Bandscheiben nicht mehr gleichmäßig belastet werden, sondern einseitig belastet werden. Das führt dazu, dass natürlich einseitiger Druck entsteht und der Kern der Bandscheibe, das ist ja nicht fest, das ist ja wie so ein Gel, kann man sich vorstellen, das wandert dann in die entgegengesetzte Richtung. Also Druck erzeugt Gegendruck. Ja, also wenn ich hier drücke, dann flutscht dieser Kern in die andere Richtung. So, jetzt haben wir da Absicherung in der Bandscheibe und da reden wir von Faserringe und so und die halten den Druck nicht lange stand. Das heißt, auf Dauer gehen die kaputt. Und wenn der letzte Faserring durchbrochen ist, dann reden wir von einem Bandscheibenvorfall. So, jetzt ist der Bandscheibenvorfall, kaputt ist kaputt, kannst du nicht mehr reparieren. Aber was jetzt ganz wichtig ist, du hast ja, wenn du den Bandscheibenvorfall hast, noch diesen einseitigen Druck. Und da ist es wichtig, den zu minimieren, weil dann macht dir der Bereich auch in der Regel keine Probleme mehr. Er macht dir weiterhin Probleme, wenn dieser einseitige Druck weiterhin so passiert. Deswegen, Spritzen helfen erstmal, um quasi diese Symptomatik zu beheben, um erstmal den großen Schmerz zu beheben, um das Gewebe erstmal vielleicht auch ein bisschen lockerer zu machen. Weil, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, zieht sich in dem Bereich erstmal alles zusammen. Und das macht es umso schwieriger, da mehr Lebensqualität zu erreichen, weil dadurch hält dein Körper dich in diesen einseitigen Druck. Und deswegen ist der erste Tipp, du musst diesen einseitigen Druck beheben. Und im Lendenwirbelbereich geht das, indem du zum Beispiel dich hinstellst
und richtig Fersendruck erzeugst. Fersendruck, also mehr auf die Ferse dich stellst, die Fußspitze ruhig leicht anheben und dann das Becken hier aufrichten. Hier. Dann ist dieser Druck nicht mehr so, sondern er wird dann so. Und das ist genau wichtig in dem Bereich, dass sich der Bereich auch erholen kann. Deswegen, wenn du dann immer noch viel stehst und gehst, vor allem beim Stehen, achte darauf, dass du dein Becken hier immer nach vorne schiebst. Ja? Im Halswirbelsäulenbereich mach ein Doppelkinn. Ja? Was, wie du das auch gut hinbekommst, auch Thema natürliche Atmung, indem du die Zunge oben gegen den Gaumen drückst. Und schau mal, was dann passiert. Dann geht automatisch mein Kopf zurück. Ja? Und ein Doppelkinn. Und dann hast du auch diesen einseitigen Druck da nicht mehr. Also das ist der riesengroße Tipp, der deinen Alltag dir schon mal das Leben leichter macht. Ganz, ganz wichtig. Der zweite Tipp, beweg dich weiterhin. Ich weiß, viele Ärzte raten dazu, erstmal nichts zu machen. Sogar Sportverbot wird ausgesprochen. Das macht nur Sinn, wenn die Bandscheibe extrem auf deinen Nerv drauf drückt. Dann hast du aber auch so Schmerzen, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Das ist aber nicht so häufig der Fall. In der Regel bewegen, 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 immer im Rahmen des Möglichen. Natürlich solltest du jetzt nicht irgendwie wild hier weiter hüpfen. Du kannst aber erstmal so leicht sowas machen, so bouncen. Ja? Das ist vollkommen okay. Aber wichtig ist, dass du dich weiterhin bewegst, weil sonst verklebt das Gewebe in dem Bereich noch viel, viel mehr und dein Problem wird weiterhin größer anstatt weniger. Ja? Dann trinke viel Wasser. Wichtig für dein Gewebe, für die Faszienstruktur, dass die, dass da alles zwischeneinander gleiten kann und sich nicht noch mehr verfestigt. Und mach Übungen, ja? Übungen, Übungen, Übungen und vor allem Drehbewegungen. Weil Drehbewegungen sind ganz wichtig, die sorgen dafür, dass deine Bandscheiben wieder ausreichend belastet werden, um daraufhin sich wieder mit Nährstoffen und Flüssigkeit vollzusorgen. Gerade die da drüber liegenden Bandscheiben oder da drunter liegenden Bandscheiben, je nachdem, wo du den Bandscheibenvorfall hast. Ganz, ganz wichtig. Das wird zu oft vernachlässigt. Ja? Und vor allem, dann höre ich immer so wie Sachen, ja, es ist nicht gut für meine Bandscheibe, wenn ich mich runterbeuge. Kannst du auch alles machen. Du kannst sogar, wenn du deinen Bandscheibenvorfall in den Griff bekommen hast, auch einen Buckel dabei machen. Das ist überhaupt nicht dramatisch. Ja? Natürlich immer so, wie du es kannst. Ja? Wenn du erstmal dich nur bis hier hinbeugen kannst, weil du total steif geworden bist, dann ist das erstmal so. Aber es wird besser werden. Du musst daran arbeiten. Ja? Das ist halt das Wichtige. Und da erlebe ich halt immer wieder, dass halt gesagt wird, oh mein Gott, Tobias, wie kannst du den Leuten sagen, dass sie sich nach vorne beugen können? Das ist ja total Gift für die Bandscheiben. Und habe ich jetzt erst letztens wieder unter einem Video von mir gehabt. Und da sage ich immer, ey, überleg mal, hast du eigentlich eine Ahnung, was für eine Belastung auf deinen Rücken herrscht, wenn du sitzt den ganzen Tag? Das machst du 8 bis 9 Stunden. Und die Menschen, die Bandscheibenvorfall haben, in der Regel auch. Eine 70-Kilo-Person, ja, wenn sie sitzt, kann bis zu 150 Kilo auf deinen Rücken Belastung passieren. Also es schwankt halt immer, je nachdem, wie du sitzt. Ob du dich hinten reinlümmelst, ob du mehr vorne am Stuhl sitzt, davon hängt das halt so ein bisschen ab. Also bis zu 150 Kilo, das musst du mir überlegen, im Sitzen. Ja, und dann sagen diese Personen zu mir, deine Übungen sind ja Gift für die Bandscheiben. Und da habe ich mal gefragt, was machst du so einen lieben langen Tag? Ja, ich sitze viel. Ich meine, okay, das Sitzen verursacht eine höhere Belastung auf deinen Bandscheiben als das Stehen oder die Bewegung. Im Stehen hat eine 70-Kilo-Person ungefähr 100 Kilo Belastung auf den Bandscheiben. Nur mal so als Beispiel. Ja? Und in der Bewegung hängt immer davon ab, ob das eine Bewegung ist, wo du halt mehr schnell unterwegs bist, also immer ein Bein vor den anderen setzt, oder ob du langsamer gehst zum Beispiel. Und da ist es so bis 120, also auch weniger Belastung als im Sitzen. Also halten wir mal fest, die höchste Belastung auf deinen Rücken, ja, im Alltag, wir reden ja vom Alltag, wir reden jetzt nicht von Hochleistungssport oder irgendwas, hast du beim Sitzen. Ja? Und da mal auch drüber nachdenken. Okay, also, was ist für den Lendenwirbelbereich halt wichtig, ist die Beckenbeweglichkeit. Deswegen, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, achte darauf, mach Folgendes, Fersendruck, und jetzt richtest du dein Becken hier immer auf, hüpfst da 2-3 Mal rein und lässt es einfach fallen. Wieder aufrichten und fallen lassen. Aufrichten,
fallen lassen. Aufrichten, fallen lassen. Und da empfehle ich dir, mach das mit ausgestreckten Arm hier, damit hier vorne auch alles langgezogen wird. Ja? Also Becken aufrichten, fallen lassen. Aufrichten, fallen lassen. Aufrichten, fallen lassen. Aufrichten, fallen lassen. Okay, das machst du so jeden Tag ein paar Mal. Dann verdrehst du dein Becken. Das heißt, du konzentrierst dich auf eine Seite, kannst gerne auch erstmal eine Faust nehmen und schiebst dein Becken nach hinten. Wichtig, der Oberkörper bleibt dabei gerade, nur das Becken. Dann wippst du da zwei, dreimal rein, jetzt fester am Po und schiebst die eine Seite nach vorne. Die andere machst du, was entgegengesetzt ist, aber wichtig, dass du bewusst das pro Seite machst, weil damit da kommst du weiter rum, wenn du es einsteuerst. Also erst die eine Seite konzentrieren, ich mache jetzt hier die rechte Seite und jetzt die linke Seite. Und achte darauf, dass der Oberkörper gerade bleibt. Wenn du am Anfang das erstmal nur so hinkriegst, ist das vollkommen in Ordnung. Mach das so, wie es geht und du wirst merken, es geht immer besser. Danach kann es passieren, dass dein Rücken erstmal ein bisschen mehr schmerzt. Vollkommen normale Reaktion von deinem Körper. Hat nichts mit dem Bandscheibenvorfall an sich zu tun, sondern damit, dass in dem Bereich alles fest ist. Und wenn du es beweglicher machst, reagiert dein Körper erstmal darauf. Also vollkommen normal. Also lass dich da nicht von irritieren oder von abhalten, was zu tun. Ja, und während du das hier machst, immer Fersendruck. Weil Fersendruck sorgst du dafür, dass du deinen Rücken entspannst, weil der Druck nicht mehr im Rücken ist, weil du nicht im Hohlkreuz landest, weil hier dein Becken mehr in die Aufrichtung kommt durch den Fersendruck. Wenn du mehr auf dem Vorfuß stehst, wird dein Becken hier mehr nach vorne geschoben und du ziehst mehr ins Hohlkreuz rein. Das sorgt dann dafür wieder für den einseitigen Druck, die ich am Anfang des Videos erwähnt habe. Deswegen immer Fersendruck beim Bandscheibenvorfall. So oft wie es geht im Alltag, achte darauf, dass du Fersendruck hast. Und dann hat dein Rücken schon mehr Freude und du auch im Leben. Ja? Also hier Beckenbeweglichkeit. So, da kannst du auch gerne noch hier den Arm mit einnehmen. Das heißt, wenn du die rechte Beckenseite nach hinten schiebst, gehen die Arme nach links, gehen die rechte Seite nach vorne, gehen die Arme nach rechts. Zack, 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 zack. Und jetzt die linke Seite nach hinten, Arme nach rechts, linke Seite nach vorne, Arme nach links. Zack, 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 zack. So, Halswirbelsäule, Arme runter, Daumen nach außen. Jetzt machst du ein Doppelkinn und nach vorne. Doppelkinn nach vorne. Doppelkinn nach vorne. So, wenn das gut klappt und du da keine Schmerzen hast, kannst du dann ganz vorsichtig mit dem Kopf Stück für Stück zur Seite gehen und wieder in die Mitte. Und auch hier das Gleiche für die Halswirbelsäule wie für die Lendenwirbelsäule im Alltag ein Doppelkinn machen. Drück den hinteren Teil der Zunge oben gegen. Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, verlinke ich mal hier. Da kannst du das auch gerne nochmal nachmachen, da erkläre ich, wie das funktioniert, wie du das in den Griff bekommst. Dann hast du nämlich automatisch einen Doppelkinn und du kommst in die natürliche Atmung, was für deinen Bandscheibenvorfall auch sehr vom Nutzen ist. Aber das möchte ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen, das würde den Rahmen des Videos sprengen. So, das waren jetzt die Tipps. Das sind einfache Tipps, die du in deinen Alltag umsetzen kannst. Und sie werden sich lohnen, diese paar Tipps. Und wie gesagt, beweg dich bitte weiterhin. Bewegen, bewegen, bewegen. Und wenn du dir unsicher bist, kannst du gerne auch mich mal anschreiben und gerne Rücksprache halten und gerne nachfragen, was ich davon halte. Wie gesagt, ich mache das Ganze jetzt seit 21 Jahren bin ich in der Fitnessbranche und das Faszientraining, so wie ich es jetzt hier bei YouTube auch präsentiere, jetzt mittlerweile seit 11 Jahren. So, und da habe ich sehr viele Menschen gehabt und betreut mit Bandscheibenvorfällen. Und ich habe sie alle zu mehr Lebensqualität bekommen. Wirklich, ich habe keinen dabei gehabt, wo ich es nicht geschafft habe. Deswegen weiß ich, was ich da tun muss und was zu tun ist und worauf vor allem zu achten ist. Ja? Und aus meiner Erfahrung, die meisten Ärzte können super betreuen, wissen, welche Spritzen man braucht, was auch in manchen Fällen super, super wichtig ist. Aber zu der normalen Therapie, zu der ärztlichen Therapie, mach immer selber was. Weil nur du allein kannst dafür sorgen, dass sich der Druck von deinem Lendenwirbelbereich und Halswirbelbereich minimiert. Das schafft kein Therapeut bei dir und kein Arzt bei dir. Die können dir immer nur helfen und unterstützen. Aber sie werden da keine Veränderung bei dir erzwingen können. Das geht einfach nicht, wenn man weiß, wie der Körper so aufgebaut ist, wenn man weiß, wie was so im Körper, ja, wie auf was reagiert.
Sie können das immer nur kurzfristig beeinflussen, aber nie nachhaltig. Das ist auch wichtig zu verstehen. Und wenn du diese Tipps umsetzt, kannst du gerne mal kommentieren. Du wirst sofort eine Erleichterung im Rücken spüren. Versprochen. Ja, dann freue ich mich. Vielleicht sehen wir uns ja morgen schon im Live-Training. Schau nochmal in die Beschreibung rein. Auf den Link klicken, da kannst du es gerne nochmal anschauen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Bis bald, dein Tobias.